Nie werde ich vergessen, wie diese junge Frau vor mir stand und sagte, »Alles, was du erzählst, klingt toll. Doch wenn ich alleine bin, höre ich diese Stimme, die mir sagt, dass ich es nicht wert bin. Und dann drängt sie mich dazu, Dinge zu tun, die schlecht für mich sind. Hörst du diese Stimme, die dir einredet, dass du wertlos bist, auch manchmal? Und fragst dich auf der anderen Seite, wieso du dann Gottes Stimme nicht ebenso klar hören kannst? Es wäre doch so viel einfacher, wenn er direkt zu uns sprechen würde. In Römer 10, Vers 8 steht, das Wort, das Gott spricht, ist für dich nicht in unerreichbarer Ferne. Es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Was wir hier lesen, das finde ich sehr spannend. Denn es bedeutet, dass du Gottes Worte also schon empfangen hast, ihn also schon gehört hast, es nur noch glauben musst. Dazu und deswegen ist es so wichtig, dass du Zeit in das Bibellesen investierst. Hier nur zwei Gründe dafür. Erstens, denn Gott spricht dadurch zu dir persönlich und will dein Leben zu einem besseren verändern. Zweitens, wenn das Wort Gottes in deinem Herzen ist, du sogar manches auswendig lernst und dir immer wieder aufsagst, dann wirst du merken, dass Gott es gebraucht, um direkt in dein Leben hineinzusprechen. Es ist an der Zeit für mehr Zeit mit ihm. Denn durch das Wort Gottes wirst du seine Stimme hören. Irgendwie logisch, oder? Es heißt nicht umsonst Wort Gottes. Und sein direktes Reden, das dann lauter wird als all die anderen Stimmen. Ist das nicht großartig? Gott hat schon zu dir gesprochen. Bist du bereit, nachzulesen, was er gesagt hat und seine Worte in dein Herz sacken zu lassen? Ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Danke für dich. Dein Wunder wird geschehen, du musst nur weitergehen. Hab es so oft erlebt, Wunder geschehen. Dein Wunder wird geschehen und du wirst mich verstehen, weil du es selbst erlebst, ein Wunder für jeden Tag.